Wir sind nach Norden gezogen. Unser Basecamp steht ab heute für eine Woche in St. Lorenzen im Pustertal. Der Campingplatz Ansitz Wildberg ist unser Gastgeber. Wir schauen uns den Platz mal an. Wir stehen auf dem neuen Platzteil. Aber auch der ältere Teil bietet interessante Einblicke. Vom Campingplatz aus sehen wir zwei Burgen. Hoch über dem Pustertal steht die Sonnenburg, heute ein Hotel. Der Name steht hier fürs Programm. Auf der anderen Seite erkennen wir die Michelsburg. Sie ist eine der ältesten Burgen des Pustertales. Wir wandern nach St. Lorenzen. Weithin sichtbar ist der Kirchturm der Pfarrkirche St. Laurentius. Daneben finden wir das ehemalige Pfleghaus der Michelsburg. Entlang der Hauptstraße ziehen wir weiter. Einige schöne Häuser und nice Einblicke. Hier im Pustertal ist es merklich herbstlicher geworden. Zwar immer noch angenehm warm, aber doch weiter im Jahr fortgeschritten. Hoch über St. Lorenzen sehen wir den Kronplatz. Ein bekanntes Skigebiet Südtirols. Jetzt in den Bergen gibt es wahrscheinlich wieder wunderschöne Touren, so wie ich das hier kenne in Südtirol. Heute machen wir eine gewürzte Tour. Gepfeffert mit Kurven auf Kurven und nachher fahren wir über das Würzjoch. Schauen wir mal, was das wird. Heute geht es über Berge und Höhen, durch Täler und Senken.
Hier einmal ein Tourplan, wie ich ihn in meiner Navigations-App erstellt habe. Von St. Lorenzen fahren wir im Uhrzeigersinn. Wir erreichen das Würzjoch. Schon bald nachdem wir es überfahren haben, finden wir eine Rastenmöglichkeit. Und wenn man so nett aufgefordert wird, eine Pause einzulegen, kann ich nicht widerstehen. Und dazu dieses Panorama. Über herrlich gewundene Bergstraßen gondeln wir durch Südtirol, bis wir an die Mühlbacher Klause gelangen. Und die ist unbedingt einen Stopp wert. Die Mühlbacher Klause wurde um 1460 im Auftrag von Sigmund dem Münzreichen erbaut. Sie diente gleichzeitig als Schutzwall und als Zoll- und Mautstelle zwischen den Grafschaften Tirol und Görz. Das Pussertal bis zur Lienzer Klause gehören dazu. Wer kein Geld hatte, zahlte den Mühlbacher Pfefferzoll. Das heißt, ein Teil der mitgebrachten Waren ging dann als Zoll drauf. Die Klause war auch eine hart umkämpfte Festung, denn wer sie besaß, hatte eine sprudelnde Geldquelle. Die Mauern reichen bis hoch an die Bergflanke und damals noch bis zum Mühlbach. Und der bildet auch heute noch eine natürliche Barriere. Wir rollen durch das Pussertal zum Zuhause auf einer Achse. In unserer Gästekarte sind Freifahrten mit dem ÖPNV enthalten. Das nutzen wir gerne aus und fahren heute mal nach Brixen. Brixen ist eine Symbiose aus der ältesten Stadt Tirols mit gemütlichen Gassen und lebendiger Innenstadt. Brixen ist aber auch Kultur- und Naturerlebnis im Sommer wie im Winter. Wir bummeln durch die Gassen und uns fallen sofort viele Skulpturen auf. Herrlich, den Figuren mit den Blicken zu folgen. Wir gelangen an den Dom. Schon seit dem Mittelalter ist Brixen Bischofsstadt. Wir schauen uns die Kirche an. So wie wir den Dom heute sehen, wurde er als barocker Neubau zwischen den Jahren 1745 und 1754 errichtet. Mit Fresken und Gemälden von Paul Troger und seinen Schülern. Der Hochaltar
wurde von Theodor Benedetti errichtet, mit einer reichen Ausstattung aus wertvollem Marmor. Der Hochaltar zählt zu den bedeutendsten barocken Altären Tirols. Wir bummeln über den Vorplatz des Doms nach links weiter und entdecken in der alten Hofburg das Diözesanmuseum. Es soll ein beeindruckendes Museum mit vielen kirchlichen Exponaten und prunkvollen Räumen sein. Ausgestellt wird der Reichtum der Kirche und das hervorragende lokale Handwerk. Aber das interessiert uns heute weiter nicht. Rundum sind noch weitere schöne Gebäude und Gärten zu bestaunen. In größeren Kreisen laufen wir um den Stadtkern und können uns nicht satt sehen an den gemütlichen Gassen mit ihren dezent bemalten Häusern. Und viel Holz wurde verbaut. Bald kehren wir dem Eisacktal den Rücken. Unser Bus bringt uns nach St. Lorenzen. Wir sind in den Dolomiten, mittendrin. Und was bietet sich in dieser herrlichen Landschaft mehr an, als Motorrad zu fahren? Also kommt mit, ich nehme euch mit auf meine Touren. Von unserem Basecamp in St. Lorenzen aus wollen wir heute eine Königsetappe fahren. Wir starten Richtung Süden, durch das Gardatal. Auf Italienisch
Val Badia. Ab Kurva, Covara, wird es dann interessant. Wir nehmen den Campolongo ins Visier. Der Passo Campolongo stellt die Verbindung in den Dolomiten zwischen dem Sella-Massiv und der Farnes-Gruppe in Italien her. Er führt von Covara nach Araba. Mit einer Höhe von 1875 Metern ist der Passo Campolongo der niedrigste der vier Pässe rund um die Sella. Die Passstraße wurde in den Jahren um 1900 angelegt. Die Lifte warten auf baldige Skisaison. Es geht weiter. Wir nehmen den nächsten Pass in Angriff. Dreiunddreißig Kehren sind nun zu bewältigen. Eine Lust für den Biker. Man hat schon die Markierungsstäbe für die Schneepflüge gesteckt. Denn hier oben auf mehr als 2200 Metern kann es schon in wenigen Wochen weiß werden. Ein Traumbild in dieser majestätischen Landschaft. Das Podoi-Joch, eingefasst vom Sas Podoi und dem Sas Begé, bildet die Grenze zwischen den Provinzen von Trient und Belluno. Es liegt 12 Kilometer von Canazei entfernt. Er ist einer der vier Pässe der Dolomitenstraße. Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut
um Bozen mit Cortina d'Ampezzo zu verbinden und den Tourismus in den ladinischen Tälern zu fördern. Ja, das war doch schon mal eine geile Nummer, oder? Absolutely. Gestartet sind wir durch das Gardatal Richtung Süden. Dann haben wir den Campo Longo gefahren und jetzt stehen wir auf dem Pordoi. Und ich kann euch eins versprechen, es geht noch weiter so. Wo es bergan geht, geht es auch wieder bergab. Bald lockt der nächste Pass. Vor uns sehen wir ein massives Gebirge. Es ist der Sellerstock, der der ganzen Umgebung seinen Namen gibt. Das Jöf de Sella, wie das Sellerjoch in Ladinisch genannt wird, verbindet Wolkenstein im Grödnertal mit Kanazai im Fassertal. Die Sellerjochstraße ist mit mehr als 53 Kilometern recht lang. Das Sellerjoch verbindet in Nord-Süd-Richtung Gröden bei Wolkenstein in Südtirol mit dem Fassertal bei Kanazai im Trentino. Dabei führt das Joch zwischen der Sellergruppe im Osten
und der Langhofelgruppe im Westen hindurch. Wir sehen die Langhofelscharte. Hinter den Bergen befindet sich die Seiser Alm. Über dem Plattkofel wimmelt es heute von Paraglidern. Als nächstes steht dann das Glötnerjoch auf dem Tourenplan. Das Glötner Joch ist ein 2121 Meter hoher Gebirgspass in Südtirol. Er verbindet Gröden mit dem Gardatal bzw. die Gemeinden Wolkenstein und Corvara. Wir machen eine Pause und schauen den anderen Bikern zu. Aber bald schon zieht es uns weiter. Durch das Gardatal fahren wir zurück zum Ansitz Wildberg. Unsere letzte Motorradtour in Südtirol führt uns heute durch das Höhlensteiltal. Am Toblacher See legen wir einen ersten Stopp ein. Es geht weiter. Wohl eines der markantesten Bilder Südtirols liefern die Dreizinnen. Fast in jedem Prospekt dieser kolossalen Landschaft sind sie abgebildet. Die Dreizinnen sind ein markanter Gebirgsstock in den Sechsner Dolomiten. Und die finden wir an der Grenze zwischen den italienischen Provinzen Belluno im Süden und Südtirol im Norden. Die höchste Erhebung der Gruppe ist die fast 3000 Meter hohe große Zinne. Immer wieder legen wir Stopps ein. Wir sind einfach gebannt bei diesem Anblick.
Irgendwann kommen wir zum Passo Falzarego und legen eine Kaffeepause ein. Auch hier wieder tolle Bilder, die sich in die Netzhaut brennen. Wir cruisen zurück. Wir müssen das Vorzelt noch abbauen. Und dann heißt es Abschied nehmen. Morgen ziehen wir weiter. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.